Weißt du, wo das Schwungzentrum ist bei einem Golfspieler, wo sich das befindet, wenn wir jetzt hier herstehen mit dem Schläger? Wo befindet sich das Schwungzentrum? Ist das da? Ist das weiter oben? Ist es irgendwo dazwischen drin? Gut, gehen wir der These nachher, um herauszufinden, wo das Schwungzentrum eigentlich ist. Ja, wenn wir den Schläger würden bei den Beinen heben, dann wäre das Schwungzentrum offensichtlich dort unten. Bei den Beinen. Durch das, dass wir den Schläger auch nicht dort unten haben, ist er definitiv an einem anderen Ort als bei den Beinen. Wenn wir also den Schläger in die Hand nehmen und er in Verbindung sind zueinander, dann ist ziemlich sicher, Schwungzentrum hier in der Mitte. Weil alles, was ich hier mache, hat einen Einfluss schlussendlich auf den Schläger, was hier im oberen Teil da passiert. Weil ich könnte meine Hüfte drehen und da unten würde nichts passieren, weil das Zentrum mehr oder weniger immer noch da ist. Wenn ich aber das mache, dann seht ihr, dadurch, dass ich das Zentrum rotiere, verändere ich auch die Richtung, wo der Schläger auf der Schwungbahn nachher sich befinden würde. Gut, also das Zentrum von deinem Golfschwung, das ist da. Und wenn wir jetzt herstehen am Golfball, dann sollte das schlussendlich nachher auch irgendwo in dieser Region zeigen. Wäre nicht gut, wenn das Zentrum zu fest nach vorne zeigt oder zu fest nach hinten zeigt, weil dann wärst du nachher dann, was die Ausrichtung anbelangt, ja auch nicht sauber ausgerichtet gegenüber deinem Ziel. Erst wenn das Schwungzentrum schön auf die Linie zeigt, wo du nachher möchtest spielen, bist du nachher dementsprechend auch richtig ausgerichtet zu deiner Spielbahn. Ah, viele gehen ja eigentlich über die Füße oder wollen schauen, dass ihre Füße richtig sind. Vergessen aber, die Füße könnten falsch sein, und ich könnte trotzdem den Ball richtig abgeben, weil mein Zentrum noch da ist. Ich könnte auch so herstehen, den Ball gerade abgeben. Weil mein Zentrum noch da ist. Aber ich könnte richtig stehen, wenn mein Zentrum da wäre, würde es nicht funktionieren. Ich könnte richtig stehen und so würde es auch nicht funktionieren. Also, achtet ein bisschen mehr auf euer Schwungzentrum. Und ich bin sicher, wenn ihr das besser einstellt gegenüber den Schlägen, die ihr ausführen wollt, ob ihr auf der Driving Range, Indoor oder draußen auf dem Golfplatz sind, werdet ihr hundertprozentig mehr Erfolg haben. Längerfristig für mehr Erfolg. Es braucht immer ein Zeitchen, bis sich das nachher entwickelt. Schaut, dass es richtig ist. Das wird dir nämlich in erster Linie helfen, dass du weniger kompensieren musst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für ein Abo und wünsche dir weiterhin viel Spass und Erfolg beim Besserwerden. Bis zum nächsten Tipp. Tschüss.